Mein Name ist Kathrin Weiss, ich bin 54-jährig und meinen Hirnschlag hatte ich am 1. Januar 2017. Und zwar war das am frühen Morgen. Mir ist plötzlich die linke Gesichtshälfte eingeschlafen. Und kurz darauf hat auch die Fingerspitze in der linken Hand angefangen zu kribbeln. Mein erster Gedanke war eigentlich schon, das ist ein Hirnschlag. Und dann bin ich aufgestanden, vor einem Spiegel gestanden, habe gelacht, habe gepfiffen, ist alles gegangen. Und dann habe ich gedacht, ja nein, ist auch gleich nichts. Ich bin wieder ins Bett und bin wieder eingeschlafen. Als ich wieder verwacht bin, war das eben immer noch da gewesen. Und das Kribbeln in den Fingern auch. Und nachher habe ich dort doch mal gefunden, ja, ich rufe jetzt auf einen Notfall an. Und die haben gesagt, sofort ins Spital. Die Diagnose war Hirnschlag. Die Ärzte haben nicht so richtig gewusst, woher mein Hirnschlag kommt. Weil ich bin nicht übergewichtig. Ich habe mich dann sehr viel bewegt. Ich habe keinen hohen Blutdruck. Es war wirklich sehr unklar gewesen und ich weiss es heute eigentlich noch nicht, woher das er kommt. Ich habe selber auch gesagt, ich möchte gerne eine Psychotherapie machen. Und das habe ich auch gemacht. Und ich habe wirklich, ich bin richtig in eine tiefe Depression hineingekommen. Und bin aber dann auch in die Ergotherapie. Und das hat mir dann schon etwas gebraucht, weil die linke Hand, das hat man gesehen, zuerst, dass die längsamer ist. Und das hat sich dann nach und nach wieder verbessert. Was einfach geblieben ist, ist immer das Kribbeln in der linken Hand. Und auch meine linke Gesichtshälfte, die ist auch heute noch nicht wach in dem Sinn. Die schläft irgendwie und sie tut auch weh. Zwischen ihnen denke ich, oh, ich hätte gerne ein anderes Gesicht. Und es tut einfach immer wieder weh, es schmerzt. Aber ich kann reden, ich kann lachen, ich kann mit meinem Gesicht eine Mimik machen, was ja auch nicht alle können. Und für das bin ich natürlich sehr dankbar. Mein Hirnschlag ist jetzt 4 Jahre her. Und das Reiten ist für mich halt einfach immer etwas Wichtiges. Ich mache es nicht mehr so intensiv wie früher und gehe aber einmal pro Woche in die Reitstunde. Und für mich ist das eigentlich auch sehr etwas Wichtiges, weil es ist Körperkoordination. Wir hückeln nicht nur einfach drauf, das denken nämlich viele. Wir arbeiten mit diesen Tieren. Und ich finde es auch immer wieder spannend, zu spüren, wie es ihnen geht. Ob es ihnen gut geht, das spürt man sehr gut. Ob sie Lust haben, zum Mitmachen oder manchmal halt eben weniger, das spürt man auch. Und ich arbeite einfach gerne mit diesen Tieren zusammen. Mir ist es wichtig, dass die Leute, wenn irgendwie Anzeichen da sind für einen Hirnschlag, sofort reagieren. Ich habe nicht sofort reagiert, weil ich nicht die typischen Anzeichen hatte, finde ich auf jeden Fall. Aber wenn man nicht sicher ist, dass man sich meldet, dass man der Ambulanz anruft, einen Notfall anruft und einfach reagiert, so schnell wie es geht, weil umso grösser ist die Chance, dass es einem nachher wieder besser geht.